Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Verdammt, war ein bisschen zu spät. Egal. In der letzten Folge haben wir Atlantica. Nee, da haben wir erst Rico kaputt gehauen und dann haben wir Atlantica betreten. Ariel hat den Dreizack von ihren Vater geklaut. Höchstwahrscheinlich. Ich habe hier mal vorsichtshalber einen Speicherpunkt erstellt, nur einfach so, damit ich speichern kann und die alles kaputt hauen kann. Boah. Du wolltest doch eine Lösung. Okay, wo bin ich nochmal? Ja, komm da. Da. Gut. Gehen wir da rein. Genug Zerstörung angerichtet für heute. Und nee, noch nicht genug Zerstörung angerichtet. Okay, gut. Ich fühle mich erleichtert. Gut. Nächste Story. Mission wollte ich sagen. Nächster Storyraum. Und können wir ihn hier wegballern. 6, ich brauche eine 6. Oh, tschüss. Okay. Dann zeig mal. Da ist sie ja. Alles meine Schuld. Hätte ich bloß nie Vaters Dreizack genommen. Ich hätte wissen müssen, dass es soweit kommt. Sie hat ihn geklaut. Sei still, da kommt wer. Wow. Sprich nicht so mit Donald. Keine Sorge, Kind. Du hast das Richtige getan. Wer ist das? Die Aale oder... Okay, ist sie. Die Hella! Ich weiß doch, du würdest alles tun, um deine kleinen Freunde zu helfen. Den armen Fabius hat es in die Welt der Menschen verschlagen. Kein Ort für kleine Fische. Wenn wir uns nicht beeilen, gibt es für deinen Freund womöglich keine Rettung mehr. Nein! Außerdem gibst du mir den Dreizack ja nicht. Du leihst ihn mir nur. Du kannst Fabius retten. Leih mir den Dreizack, dann helfe ich dir. Aber Vater braucht den Dreizack doch, um Atlantica zu schützen. Ich muss nachdenken, Ursula. Also, mir ist es egal. Aber denk dran, wie dein Freund jetzt Angelhaken ausweichen muss, während du hier Flüsschen drehst. Komm mich einfach besuchen, wenn du es dir überlegt hast. Und was mache ich jetzt? Ursula nicht vertrauen, so viel steht fest. Wie lange habt ihr schon gelauscht? Lang genug. Was soll's, Zora hat recht, du darfst diese Märkte nicht trauen. Ursula führt auf jeden Fall Böses im Schild, das merkt man ihr an. Dann sind wir uns ja einig. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo Fabius ist. Ursula ist die Einzige, die uns helfen kann. Und was ist mit uns? Lass uns mit Ursula reden, du musst nicht allein zu ihr. Wirklich? Ihr kommt mit? Na klar doch, ich weiß, wie das ist, wenn Freunde in der Klemme stecken. Auf geht's! Okay. Ich glaube, Ariel kann jetzt auch als Begleiterin gerufen werden, oder? Ja, okay, da oben. Gut. Es wird schon wieder in diesem Part hier zu Ende. Es geht sehr schnell in diesem Spiel, ich weiß. Weil ich weiß genau, wie der Part aussehen wird. Ich mache jetzt den Boss von dieser Welt platt. Und dann gehe ich in den nächsten Raum. Da kommt irgendwie ein Boss und macht mich wieder platt am Ende des Parts. Irgendwie so wird er doch ablaufen. Bin ich eigentlich irre? Ich sollte vielleicht mal Schatztruhen benutzen. Was mache ich hier eigentlich? Also fast jeder zweite Part hört irgendwie damit auf, dass ich von einem Boss auf die Fresse kriege. Letztes Mal war es Rico. Davor war es Larxen. Oh Gott. Da ist richtig. Sehr gut. Schatztruhe. Alles andere ist unwichtig. Hauptsache genug Kombination und so. Oder hauptsache nicht kämpfen. Hauptsache nicht kämpfen, das ist das Erste, was wichtig ist. Erstmal einsammeln.
Da habe ich dann die Sekunde nachgedacht, soll ich jetzt öffnen oder soll ich erstmal einsammeln? Aero, oder schon ein Ding besser als das, was ich bekommen habe. Warte mal, hier ist eine Sackgasse. Ey. Platz zurück. Das war doch richtig. Da kann ich noch von einer bestimmten Seite hier. Komm schon. So, nein, hier. Hier drauf. Noch eine 6. Kein Problem. Ich habe genug davon. So, ist noch eine 6 und wir haben eine 666. Okay. Gut. Solange er ein Level up hatten, fand ich. Blitz ausgezeichnet, Erfolgsstar. Kein Blitz wird hier verschwendet. So. Oh, Aero, Aero. Null. Nicht gut. Oh Gott. Ich meine, ist gut, ehrlich gesagt. Jetzt mal die ganz kleinen Dinger hier verballern. Wenn ich wieder Platz kriege. Das Spiel wird wahrscheinlich wieder rumgenörgelt hier. Du besitzt zu viele Raumkarten, die müssen weg. Da kommt schon nicht irgendwas mit der niedrigen Zahl, das bringt sowieso nichts. Die Dinger hier. Warum sollte ich jemals das benutzen? Da kann man auch seinen Müll aussortieren. So. Booyakasha! Okay. Dann auf. Auf zu Ursula, die war putte machen. Hi. Ja, je, so viele Gäste. Hast du es dir schon überlegt, Liebes? Für Pavius würde ich alles tun, aber du musst mir beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Du hast gesagt, wir könnten Pavius retten, wenn ich dir den Dreizack gebe. Beweise es. Aber sicher, sieh her. Ariel! Ich wusste, dass da was faul ist. Da hast du's. Wenn du deinen Pavius heute zurückhaben willst, gib mir den Dreizack. Okay, wir tun nicht mal diskutieren, alles klar. Ja. Hahaha, endlich gehört er mir. Jetzt herrsche ich die Meere. Das war wie aus frei. Aber natürlich, ach, bin ich großzügig. Apropos, du wolltest immer schon andere Welten sehen, oder? Ich habe die perfekte Welt für dich ausgesucht, Liebes. Ja, das ist nur eine Hinfahrt. Die Hölle. See what you did there? Hey, komm her. Hella. Oh, ich habe ja schon wieder so einen Gimmick-Kampf. Obwohl alle Bosskämpfe sind irgendwie so Gimmick-Kämpfe. Dead Face. Das Meer und seine Bewohner werden vor mir niederknien. Ja, du mich auch. Ja, auf Spaß zu haben. Oder ist es ja schon? Hallo? Soll ich da schon ausweichen irgendwie, oder? Oder dauert mir ein bisschen zu lange. Da, ich glaube, ich tue der echt weh damit. Kann irgendwie nicht gesund sein. Mit zwei Balken. Heilen. Danke. Ren. Beim Angriff dauert er zum Glück überhaupt nicht lange. Ha!
Sagte dazu. Was ist das? Cloud! Schlägt sie auf. Das gibt's doch nicht. Aber bloß nicht mit deinen Haaren hier. Ich weiß nicht, was Ariel macht, aber... So, komm her. Mein Gott, wir haben so viele Karten schon. Okay. Komm her. Warum machst du immer noch? Ich habe nicht schon einen abgezogen. Halt, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, mein Gott. Kann ich euch wieder nicht anvisieren. Warum sieht sich dich? Doch. Was ist das? Auf zu lachen. Bin ich nicht witzig. Power. Noch Sushi aus Tisch. Komm her. Wäre gut, wenn ich mal wieder so ein Mickey-Ding bekomme. So. Schon wieder. Bleibst du der Feind hier? So ein, ja, okay, warte. Da will ich vorbereitet drauf sein. Wir machen was. Super. Hat's voll gemacht, danke. Wieder so ein Teil gewesen. Halt. War nicht nett. So. Nein, Cloud. Nein. Oh Mann. Au. Boah, ich kann den Kampf irgendwie steuern, sag ich mal. Na, komm mal her, ich geb dir auf die Fräse. Bah. Bah. Mach irgendwas. Okay. Mann, bleibst du gefällig hier? Achso, es war die ganze Zeit von mir abzuhauen. Ich hab voll in die Länge hier. Eins ein, genau. Oh, Cloud macht das weg. Ah! Ich glaube, Magie zitiert viel mehr ab in dem Spiel. Oh, er kam schon ein bisschen nervig. Ich sag, hallo. Meine Null bitte. Oder so. Get ready for this. So, jetzt kriegst du erstmal. Oh nein, ich bin verwirrt, ehrlich. Was? Ich will nichts damit hier noch einen zweiten Bosskampf. Oh, hallo. Vielleicht doch.
Das sieht so schmerzhaft aus. Ja, das habe ich durch. Goodbye, Hella. Aber mit dem Schlüsselschwert ihr einen über den Schädel gezogen. Sehr gut. Ha, Level Up wäre nicht schlecht jetzt. Jawohl! Okay. Das freut mich. Ursula, natürlich. Und wir holen uns Vitalität. Weil ich glaube, man kann nur irgendwie, weiß ich nicht. Bis der Balken voll ist, kann man HP bekommen. Sei bitte nicht böse, Ariel. Ursula hat mich reingelegt. Fabius, das ist doch egal. Hauptsache, du bist jetzt in Sicherheit. Jetzt müssen wir nur noch den Dreizack zurückgeben, dann wird alles wieder gut. Ja, was passiert, wenn der König rausfindet, dass du den Dreizack gestohlen hast? Dann kriege ich ewig Hausarrest. Ariel, Ariel, wo bist du, mein Kind? Wenn du mich hören kannst, bitte antworte. Das ist... Achso, Sebastian. Das ist Sebastian. Er ist von so weit gekommen, nur um mich zu finden. Genau, und wegen ihm gelingt... wenn es ihm gelingt, kriegst du Ärger. Hey, ich hab's, warum sagst du nicht einfach, Ursula hätte den Dreizack gestohlen? Dass du ihn allein zurückgebracht hast, dann bleibt dir jeder Ärger erspart. Die Idee kam mir auch gerade. Aber das geht nicht. Ich möchte keinen Ärger kriegen, aber ich kann auch nicht lügen. Ich weiß, meine Entscheidungen in letzter Zeit waren nicht die besten. Es war falsch von mir, den Dreizack zu stehlen. Aber ich habe den Fehler begangen, weil ich dir helfen wollte, Fabius. Und darauf bin ich stolz. Jemand anderen jetzt die Schuld zu geben, wäre Verrat an die Gefühle. Ich sage die Wahrheit. Sie hat recht, Sora. Ehrlich wird am längsten. Ja. Hey, das war doch bloß ein Scherz. Bin ich jetzt hier der Buhmann? Ja, Jiminy weiß, was es mit Lügen auf sich hat. Dann kriegt man eine lange, lange Nase. Ja, einmal kurz speichern und in die nächste Etage gehen. Vielleicht, oder vielleicht auch nicht den nächsten Boss erledigen. Oder von denen auf die Schnauze kriegen. Das ist ja so ein Trend in letzter Zeit. Aber wir haben jetzt mehr AP, jetzt dürfen wir nicht so schnell frecken. Das müsste eigentlich bis zu diesen Trinity-Zeichen da gehen. Also fast, also bis der Kreis fast voll ist, bis der Kreis sich schließt. So weit kann ich HP, glaube ich, hochleveln. KP weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie Level 50 erreicht. Ich glaube, das ist auch Maximum, ne? So, rein da. Story. Rico. Organisation. Okay, Rico. Irgendeiner wurde bekämpft, ist ja klar. Take the hint. I told you to go home. Not until I rescue you and Naminé. I don't remember ever asking you to rescue me. Did you forget? Kairi's there, waiting for us both to come home. You're the one who forgot. I told you at Kingdom Hearts when we closed the door. Take care of Kairi. Give it up. I'm not going back to the islands. For anything. It's not just for Kairi. What about the rest? You can have those losers. Already forgot them. That's enough. What about you, Sora? Do you actually remember what they all look like? Of course I remember. Unsere Helden. Don't feel bad. Sag's ja immer wieder. That's what this castle does to you. After a while. It's good. You forget all the useless stuff and remember for the first time what really matters. I remembered it, Sora. I now know the one thing that is most important to me. Protecting Naminé. Nothing else matters. Not a thing.
Riku. I think I'll jog your memory. Go ahead and try. Los, dich schaffen wir auch noch in diesem Part. Boah, ich kann auch hier einen Speicherpunkt. Ich kann auch hier einen Schnitt machen. Der war direkt davor gespeichert, also. Ja, vielleicht schaffen wir ihn noch. Oh ne, ich mache hier einen Schnitt. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.